Klaus hat einen Brief bekommen. Ah, krass. Came to the motherfucking! So. Oh, ich weiß schon. Für Timmy? Malk El Heito. Das ist die Schrift von meiner Mama. Echt? Siehst du das jetzt schon? Mein lieber Schatz, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf dich bin. Du bleibst dir selbst treu, bist eine unfassbar authentische und ehrliche Seele. Und lässt dir vor allem nicht die Butter vom Brot schmieren. Wenn du eins bei den Zuschauern erreicht hast, dann, dass man nicht immer das sagen muss, was ein Gegenüber hören möchte, sondern das sagt, was dein Herz spricht. Zu Hause ist alles bestens. Lotti schaut dir wie gewohnt beim Kochen zu. Bleib für uns stark. Ich denke an dich und kann es kaum erwarten, dich wieder bei mir zu haben. Ich liebe dich. Dein Würmchen. Sehr, sehr schöner Brief von meinem Schatz. Ja, ich vermisse ihn total. Mein Herz, nun bist du schon so lange weg und ich vermisse dich von Tag zu Tag immer mehr. Egal wie es kommt, für mich bist du schon ein König und die Dschungelkrone holst du dir auch noch. Bleibe stark und halte durch. Bald hast du es geschafft und wir haben uns wieder. Herz, ich liebe dich unendlich, deine Daria. Das bedeutet mir natürlich unendlich viel, dass ich von Daria so schöne Worte bekomme und diese Motivation. Mein lieber Sohn, auch wenn ich es dir nie oder wenig gesagt habe, ich bin stolz auf dich und ich liebe dich. Du weißt, ich bin kein großer Redner, aber glaube mir, ich habe dich immer geliebt. Bis bald, ich freue mich auf dich, dein Papa. Fühl dich gedrückt. Er hat es halt nie so richtig gesagt und ausgedrückt, dass er stolz auf mich ist oder dass er mich liebt. Deswegen ist es umso schöner, es auch zu lesen. Ja, und habe mich sehr darüber gefreut. Ist viel. Hey, Curly Girl. Oh mein Gott. Ich habe miterlebt, wie du dich auf diese unglaubliche, herausfordernde Reise begeben hast und dich auf das Spiel eingelassen hast, das sich nur wenige trauen zu spielen. Vergiss nicht, dass du etwas ganz Besonderes bist und zu den seltenen Seelen gehörst, die durch ihre bloße Anwesenheit einen Raum erhellen. Dein ansteckendes Lachen, deine grenzenlose Energie und deine unerschütterliche Positivität sind eine Quelle der Freude für mich und alle, die dich kennen. Wir sind alle stolz auf dich. Thank you. Es gibt sehr wenig Menschen in meinem Leben, die mich wirklich so gut kennen, um sowas formulieren zu können. Und das ist schon so viel wert. Dieser Brief wurde von der Frau geschrieben, die mir tatsächlich so am nächsten ist. Hallo Angel. Ich, deine Familie, deine Freunde sind so unendlich stolz auf dich.
Scheiß mal auf Toxic. So von Dackel oder Schlange, lass sie hinter deinem Rücken machen, was sie für richtig halten. Denn da gehören sie hin, hinter dich. Die Zuschauer sehen auch das immer mehr. Dackel ist Leila und Schlange Mike. Das bedeutet, ich sollte darauf einfach keinen Wert geben. Zeige den Zuschauern lieber noch mehr von dir und von der anderen Kim Virginia. Die Kim, die ich kenne. Seine verletzliche Seite zeigen bedeutet nicht schwach sein, sondern stark sein. Du bist jetzt schon unsere Queen, dein Angel Leon. Umarmung. Er ist einfach Balsam auf der Seele und genau das, was ich jetzt gerade gebraucht habe in der schwierigen Zeit. Ist das dein Schamane? Ja. Oh, Baby. Ich gebe auch mein Bestes. Ich mach erst Eugen und dann die Mama, oder? Yo, Miggy die Mike. Hashtag Dschungelkönig. Bruder, als allererstes, du bist ein Macher. Und lass dir von niemandem was anderes erzählen. Du machst das so gut, deine Community hat dich zum Shaolin getauft, weil du so ruhig bist bei den ganzen Angriffen. Die Jungs und ich sind jeden Tag in Gedanken bei dir. Du hast so viele gute Seiten, zeig sie, damit alle sehen, was ein Macher du bist. PS, go for it, Ausrufezeichen. Go for it war auf Leila bezogen und da ist die Bahn jetzt komplett frei. Ich hoffe, du kannst die Schnörkelschrift von Mama lesen. Mein lieber Schatz, Sven und ich sind so stolz auf dich. Sei du es auch bitte selbst. Es ist irre zu sehen, wie du in den Dschungelprüfungen über dich hinausgewachsen bist. Dein Umgang mit deinen Mitbewohnern ist offen und respektvoll. Das bist du. Ich weiß, dass ihr da seid. Danke für den Support. Und ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Es wird durchgezogen. Gefühle dürfen stets gelebt werden, Timmy. Alle stehen hinter dir, schicken dir Liebe und ganz viel Kraft. Opa auch. Ruf den Dschungel mit allem, was dazugehört. Hab dich lieb, Mama. Danke. Ich weiß, dass mein Brief von meiner Mama war, aber ich möchte, dass mein Papa, mein leiblicher Papa, genauso weiß, dass ich ihn lieb hab wie meine Mama. Mama, danke. But I wish you wish.